Heute zeigen wir euch meinen neuen Laufradsatz. Warum ich mich für diesen hier entschieden habe, wie er mir gefällt und was ihr alles beim zweiten Laufradsatz beachten müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen, aber zuerst schauen wir uns das Auspacken und Montieren mit dem Sebi an. Später erfahrt ihr dann mein Fazit und ob sich das Ganze gelohnt hat. Okay, kleine Zeitblase, wir werden jetzt den Laufradsatz erst einmal gemeinsam auspacken. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht gesehen, dann werden wir das Ganze gemeinsam am Rad verbauen und dann werden wir die Eva mit ihrem neuen Laufradsatz überraschen. Ja, übrigens ein Hinweis zur Transparenz, der Laufradsatz ist uns von Leetze zur Verfügung gestellt worden. Es wird auch irgendwann bald nochmal ein Video kommen zu Leetze mit einer bisschen günstigeren Alternative. Wir werden natürlich wie immer versuchen, so 100% neutral zu sein. Wir testen auch noch andere Laufradhersteller und wir können hier ganz objektiv, beziehungsweise nee, wir sind ja eigentlich subjektiv, aber wir können hier ganz frei unsere Meinung dazu sagen und sind nicht an irgendwelche Vorgaben gebunden. Schauen wir einfach mal gemeinsam rein, was da so drin ist. Ja, machen wir es ruhig noch kurz spannend. Was ist erstmal hier in dem Umschlag drin? Bisschen Broschürenzeug. Und dann jetzt hier Tubeless-Milch. Die Eva hat sich entschieden, Tubeless zu fahren. Und was natürlich da auch nicht fehlen darf, Tubeless-Ventile. Ja, den Tubeless-Aufbau machen wir auch gleich. Das ist immer so eine Sache. Bin mal gespannt, wie uns das gelingen wird. Und was wir auch noch haben, dazu natürlich Mäntel. Hier mal jetzt von Continental. Bin ich auch schon viel gefahren. Rennrad-Setup. Wir haben hier den Grand Prix 5000 in der Tubeless-Version, das ist der STR, in 30 mm Breite und wir haben uns jetzt mal entschieden, schwarze Seitenwand statt brauner. Bin ich mal gespannt, wie das denn am Ende wirklich ausschauen wird. Dann würde ich aber sagen, schauen wir uns jetzt endlich den Laufradsatz an. Fangen wir ruhig mal beim Vorderrad an, das ist hier in so einer Folie verpackt. Bremsscheiben sind schon verbaut, das kann man so bestellen. Das sind extra die passenden Bremsscheiben für die SRAM-Gruppe von der Eva dabei. Weiß nicht, ob man es sieht, aber da ist extra auch noch hier was dran gemacht. Dein Laufradsatz wurde gebaut und endkontrolliert von unserem Zentrierautomaten und von Jakob. Seit- und Höhenschlag 0,15 mm, 0,19 mm. Ja, wird wohl passen. Das schaut schon mal sehr fein aus. Und dann natürlich hier schwarz auf schwarz der Leetze Schriftzug. Boah, das schaut schon ziemlich geil aus, oder? Übrigens, falls ihr schon Erfahrung mit Leetze habt oder einen Carbon-Upgrade-Laufradsatz am Gravelbike, gerne mal unten eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Würde mich freuen, wenn da so ein bisschen Austausch unten passiert. Ich meine, das Doofe ist natürlich gewichtsmäßig mit der Bremsscheibe schon dran, aber wir werden gleich nachwiegen und schauen, ob das von Leetze wirklich stimmt, was sie da angeben. So, und das Hinterrad, jetzt wird es noch brachialer, würde ich mal behaupten. Der ist nämlich hinten tiefer als vorne, das werde ich euch gleich erklären, was es damit wirklich auf sich hat. Hinten 58, vorne 35, glaube ich. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt den Laufradsatz wirklich montieren, gehen wir mal rüber zur Waage und schauen, ob die Angaben wirklich stimmen. So, wir sind beim Wiegen. Es wird jetzt nicht super scientific hier. Ich habe auch nur die Küchenwaage, wie gesagt, offiziell von Leetze, 1370 Gramm. Ich habe hier den Taschenrechner. Jetzt haben wir das Problem, dass an den Laufrädern noch die Bremsscheiben verbaut sind. Und da habe ich jetzt kurz recherchiert, das ist die Centerline XR von SRAM. Die soll wohl in 160 mm 162 Gramm wiegen. Genau, dann nehmen wir jetzt hier mal das Vorderrad. Die Waage ist genullt, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Das rollt uns jetzt natürlich weg. Wie machen wir das jetzt? Es hört nicht auf zu rollen. Nee, keine Chance. Siebenhundertneunundzwanzig Gramm inklusive der Bremsscheibe. Minus 162. Dann sind wir beim Vorderrad bei 567 Gramm, was schon ziemlich leicht ist, muss man sagen. Ja genau, jetzt noch das Vorderrad, auch die Bremsscheibe drauf und der XDR-Freilauf für SRAM. Waage nullen und wieder ausbalancieren. Perfekt, es geht auf Anhieb und wir haben 965 Gramm. Da ziehen wir jetzt wieder die Bremsscheibe ab. Minus 162, 803. So, und jetzt rechnen wir das mal zusammen und schauen, ob wir uns nicht verrechnet haben. 567. Okay, das freut mich jetzt und Leetze wahrscheinlich auch. Wir kommen hier nämlich genau auf die 1370 Gramm. Kann auch sein, dass die Bremsscheiben ein bisschen leichter sind oder schwerer. Kann auch sein, dass die Waage nicht gescheit funktioniert. Aber die Angabe ist hier wohl mega akkurat und man kann sich dann wirklich scheinbar darauf verlassen, dass das Gewicht, was draufsteht, auch wirklich drin ist. Geil, so muss das sein. Sehr cool.
Sehr cool. Übrigens noch ein kurzer Hinweis für die, die sich auch einen anderen Laufradsatz kaufen wollen. Worauf müsst ihr achten? Zum einen ganz wichtig, der Freilauf. Habt ihr Shimano oder SRAM? Recht viel mehr müsst ihr da auch nicht beachten. Gibt theoretisch auch noch Campagnolo, das fahren aber auch die wenigsten. Shimano ist dann HG und SRAM ist meistens XDR. Der Akkstandard ist eigentlich auch bei den meisten Gravelbikes identisch mit 12x100 vorne und 12x142 hinten. Ganz vereinzelt, zum Beispiel glaube ich bei Focus, wird auch der Mountainbike Boost Standard verwendet. Da müsst ihr dann drauf achten, da müsst ihr dann eher in die Mountainbike-Richtung schauen, was die Laufräder angeht. Ja, und noch eine Sache ist zu beachten, die Bremsscheiben können entweder Centerlock oder der 6-Loch-Standard sein. Falls ihr euch nicht sicher seid, bitte auch nicht mich fragen. Ich kann da auch nicht jetzt für jeden genau schauen, was zusammenpasst. Schickt gerne einfach eine E-Mail an die Website, wo ihr sie kaufen wollt oder auch beim Radladen. Die helfen euch da gerne weiter und so schwierig ist es dann ja auch nicht. Übrigens, Leze, norddeutscher Dialekt für Fahrrad, wissen wir Österreicher wahrscheinlich gar nicht, aber fand ich ganz cool. Ja, Leze, einfach ein Fahrrad. Übrigens, falls ihr jetzt auch einen Laufradsatz von Leze haben wollt, kauft gerne die Laufradsätze mit unserem Link immer, dann wissen die Hersteller auch, dass ihr von uns kommt und dass das Interesse besteht und das hilft dann auch für die nächsten Videos, dass wir da wieder irgendwas Geiles bekommen. Ja, ich sage euch gleich, warum wir uns genau für diesen Laufradsatz entschieden haben und warum der, glaube ich, gerade für die Eva so perfekt ist. Jetzt bauen wir aber erst einmal kurz die Mäntel drauf, machen das mit dem Tubeless-Zeug. Das ist ja auch immer spannend. Ja, erster Schritt, ich mache jetzt mal die mitgelieferten Tubeless-Ventile rein. So, die Ventile sind verbaut und was mir auch gerade aufgefallen ist, wir haben vorne hier, seht ihr da den Centerlock-Verschlussring hier, auch gebrandet von Leze. Das sind so kleine Details, die dann sowas auch nochmal aufwerten, so ein Produkt, sowas ist schon geil, sowas macht Spaß. Um aber ruhig auch mal ein bisschen kritisch zu sein, die Ventillänge, die passt hier beim Hinterrad wunderbar. Hallo, Fokussier, genau hier passt es wunderbar. Und fürs Vorderrad hätte man aber, glaube ich, ein kürzeres Ventil nehmen können. Macht nichts, kann man sich ja selber noch eins besorgen und das dann auf Reserve legen. Ist nur eine Kleinigkeit, die mir eben aufgefallen ist. So, jetzt werden wir mal die Mäntel draufziehen. Ich hoffe, das klappt gut. Ich hatte den GP 5000 auch noch nie in der Tubeless-Version. Und ja, schauen wir jetzt mal. Jetzt müsste ich nur noch meine Reifenheber finden, aber das kriegen wir jetzt auch noch hin. So, jetzt müssen wir nur noch den Mantel da drauf bekommen. Das ist ja gerade bei Tubeless-Reifen manchmal ein bisschen schwierig. Da kommt dann schon die Milch entgegen, aber ansonsten schaut es doch ganz gut aus. Ich meine, das große Problem ist ja immer, wenn man den Schlauch noch mit drin hat, dass man den dann nicht kaputt macht am Ende. Aber jetzt haben wir ja keinen Schlauch. Fertig, jetzt nur noch die Milch hier abwischen. Wir können es mal kurz mit meinem kleinen Akkukompressor probieren und ansonsten fahre ich mal rüber zur Werkstatt und dann pumpen wir das Ding mal gescheit auf. Ich habe nämlich so einen kleinen Akkukompressor, den haben die mir irgendwann mal zugeschickt. Hier Lexin heißt die Firma. Ich versuche es euch unten mal zu verlinken, wenn ich es nochmal finde. Und ich habe den eigentlich nie gescheit benutzt und jetzt vor kurzem bin ich auf den Geschmack gekommen, weil da kann man nämlich bis zu 8 Bar, glaube ich, wunderbar schön den Ventiladapter dran machen und dann pumpt es meine ganzen Reifen von selber auf. Ist mega chillig. Ich schätze mal, Tubeless aufpoppen wird es jetzt nicht schaffen, weil da braucht man, glaube ich, eher so das Luftvolumen, so die Power von so einem großen Kompressortank. Aber probieren wir es einfach mal. Genau, dann machen wir jetzt hier mal an. Genau, ich habe ihn jetzt auf 4,5 Bar eingestellt. Das ist, glaube ich, egal, weil die Luft sowieso dann gleich rauskommt an allen Seiten. Ich mache es mal 7 Bar. Und wir starten das Teil einfach mal. Er baut tatsächlich Druck auf. 0,9 sagt er jetzt, 1,2. Also vielleicht funktioniert es ja wirklich. Drei Bar schon, es hat schon geknallt, es scheint wirklich zu funktionieren jetzt hier für meinen Tubeless-Aufbau, das ist ja richtig geil, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Stopp, du darfst es noch nicht sehen. Eva, du darfst die Laufräder noch nicht sehen. Raus, raus. Ich will der Eva doch nicht die Überraschung verderben, aber ich freue mich gerade umso mehr und ich habe übrigens gerade den Kompressor falsch eingestellt, weil man darf ja jetzt Tubeless maximal 5 Bar, das ist nochmal eine eigene Story für sich, aber achtet darauf, sonst haut es euch den Reifen von der Felge. Und es hat jetzt hier wunderbar ohne Probleme, ihr habt es ja gesehen, funktioniert also mega geil das Ding, also jetzt, es war schon zum Aufpumpen, vom Instandhalten der Räder super praktisch, finde ich, aber jetzt Tubeless, das ging auch gut. Man muss aber natürlich sagen, dass es nicht bei jedem Reifen funktioniert so toll, also könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ich habe hier dieses 60 Milliliter Fläschchen und gebe da jetzt bei beiden die Hälfte rein. Bei 30 Millimeter Reifenbreite sollte das eigentlich ausreichen. Eva startet morgen damit irgendwie auf ihr nächstes Bikepacking-Abenteuer. Ich drücke die Daumen, dass es wirklich genug Milch ist, weil sonst hat sie da ein Problem. Oh, was ist denn das? Hätte ich das vorher schütteln sollen? Oh je, Mine. Schaut sich das mal an. Versteck mich hinterm Autofokus. Oh Mann, ey. Was ist denn da los? Geh mir das auch noch mit rein. Bin ich gespannt, ob das langfristig hält. Das habe ich auch noch nicht so gesehen. Da war so richtig so eine ziehe Masse unten drin. Hätte man wohl schütteln müssen vorher. So, ich hatte ihn ja vorhin so dumm auf die 7 Bar eingestellt. Man kann nämlich einstellen, wann der dann wirklich aufhört. Jetzt mache ich den hier auf 5 Bar und dann geht er von selber aus, hoffentlich, wenn das jetzt gleich nochmal so geil funktioniert wie gerade eben. Fünf Bar fertig. Ich konnte jetzt nicht einmal in der Zeit kurz die Felgenscheid abwischen. Und ich glaube, man hat es eh ploppen gehört, also es hat wieder so gut funktioniert. Ich bin total begeistert jetzt. Voll nice. Ich dachte eigentlich fix, dass ich noch zur Radelwerkstatt. Jetzt musst du mir da den Kompressor ausleihen. Der Laufradsatz ist verbaut. Leider noch keine Kassette hinten drauf, weil mir das Werkzeug da letztens kaputt gegangen ist. Super ärgerlich. Jetzt müssen wir dann extra nochmal in die Radwerkstatt ein bisschen weiterfahren. Aber die Eva wollte eh das Radl mal kurz zum Service, zum Radplatz bringen, Gangschaltung einstellen. Ich habe es kurz probiert, neu einzustellen, hat es aber noch schlechter geschaltet. Deswegen ab zum Radplatz mit sowas. Jetzt möchte ich aber gerne mal der Eva das vorläufige Ergebnis zeigen und wir wollen mal ihr Gesicht sehen. Eva! Eva! Da ist sie. New Wheel Day. Oh mein Gott. Was sagst du? Ganz schön geil. Hinten vor allem, Alter. Ja, dadurch, dass da keine braune Wand ist, ist das jetzt so eine Fläche, Felge und Gummi. Das schaut dann schon sehr mächtig aus, gell? Ist wieder ein ganz anderer Look irgendwie. Ja, du kriegst jetzt dann noch die neuen Taschen dran in weiß, die wird man wahrscheinlich eh schon irgendwo gesehen haben. Ja, so war die Idee eigentlich dazu, mit den weißen Taschen noch. Kannst du mal kurz eine holen und daneben halten. Wir haben uns ja styletechnisch auch was gedacht hier, so ist es ja nicht. Ja, Sailkleid, die weißen Bags. Damit schwarz, das passt schon gut. Ja, ich glaube, das passt sehr gut. Bin gespannt, wie das dann fertig ausschaut. Boom. Und dann geht's ab zum Balaton. Ja, das Video ist, ja, keine Ahnung, ob es das schon gab, das Video. Also, ja. Ich fahre ja mit dem 200 Kilometer am Stück. Das Video, das wir angesprochen haben, wurde übrigens schon im Juli veröffentlicht. Also schaut es euch gerne an, wenn ihr es noch nicht kennt. So, die Eva weiß noch beim Radplatz, die Sachen, die ich nicht konnte, hat sie dort machen lassen. Das Schaltauge war wohl irgendwie verbogen, die Schaltung ist wieder eingestellt. Und vor allem die Bremsscheiben sind jetzt ausgerichtet, also die Bremssättel, dass es nicht so quietscht. Und ich finde, es sieht mega geil aus, aber die Eva startet morgen früh schon durch. Deswegen lassen wir sie jetzt ein bisschen bikepacken und dann werden wir uns das Ganze nochmal in Ruhe anschauen, wenn sie dann wieder da ist, oder Eva? Ja. Eva, die Leute wollen jetzt dein Fazit sehen. Ja, aber ich esse noch den Riegel von Koro. Wie Koro? Ja, Koro. Dort kannst du Riegel. Und schmeckt überhaupt? Ja, schon gut. Da kannst du Riegel, Müsli und andere Lebensmittel in Großpackungen zu dir nach Hause bestellen. Probier's gerne mal aus. Mit dem Code Wiener Verkehr bekommst du sogar Rabatt auf der Koro-Webseite. Danke an Koro für die Unterstützung für dieses Video. So, aber kommen wir jetzt mal zum Fazit. Diese Laufräder sind ja eigentlich für einen Rennradeinsatz gedacht. Aber genau deswegen wollte ich ihn ja, denn beim Rad, beim Racer und Austria bin ich ja nur auf Asphalt gefahren. Und zusammen mit den 30 mm Reifen war das Ganze schön schnittig, aber nicht brettelhart und so ganz gut komfortabel für mich. Wer breitere Gravel-Reifen montieren will, der sollte eher zu den Gravel-spezifischen Laufradsätzen schauen. Gerade weil wir hier 19 mm Innenmaulweite haben. Beim Graveln sollten es eher ab 22 bis 25 mm sein. Das Profil ist vielleicht auch noch spannend. Vorne haben wir 38 mm und hinten 58 mm. Das sorgt zum einen für eine bessere Aerodynamik, sieht cool aus. Dadurch, dass das Profil vorne tiefer ist als hinten,
ist man weniger windanfällig und man spart auch noch ein bisschen Gewicht. Gerade bei leichteren Fahrern kann das von Vorteil sein. Der Link zu den Laufrädern ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr die Laufräder über den Link kauft, unterstützt ihr uns und unseren Kanal. Preislich liegen wir hier bei 1400 Euro, mit Keramiklagern sogar bei 1800 Euro. Aber die brauchen wir Graveler wahrscheinlich eher nicht. Carbonfelgen made in Germany sind natürlich immer ein Investment. Aber wenn man sie mit den Herstellern, zum Beispiel aus China, vergleicht, sind sie für den Preis absolut in Ordnung. Für den Preis bekommt man eine deutsche Fertigung. Also das Carbon selber kommt natürlich aus Asien. Aber zusammengebaut, kontrolliert und zentriert wird in Deutschland. Die Herstellergarantie und der Kundenservice spielen da natürlich auch noch mit rein. Habt ihr schon mal über bessere Laufräder nachgedacht? Oder habt ihr vielleicht sogar schon geupgradet? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, das war's auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Ride. Gute und sichere Fahrt, euer Wiener Verkehr.